Ja, auch von mir herzlich willkommen an euch, bekannter und unbekannterweise. Und ein bisschen werden wir uns auch heute Abend alle noch kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass dieser Abend zustande gekommen ist. Es ist ein bisschen ein Experiment. Wir werden viel Video haben. Wir werden hier vorne ein bisschen reden. Wir werden im Publikum ein bisschen reden. Wir werden nachher noch Gelegenheit zum Austausch haben. Das Ganze, wurde gerade schon gesagt, ist von einer Vielzahl Akteure sehr schnell auf die Beine gestellt worden. Mit dabei das Konzeptwerk Neue Ökonomie, Menschenrechte Köln, Kollaborraum für Nachhaltigkeit, Ausgekohlt und die Transformathek und Raute Film. Gefördert, das muss auch jetzt sein, wird das Ganze durch Engagement Global, Service für Entwicklungsinitiativen mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch, dass wir hier im Allerweltshaus sein dürfen, ein Ort, wo Degrowth und Alternativen schon lange gelebt werden und der sehr passend ist, um den Abend hier zu machen. Und ich freue mich, dass wir den Raum exakt gefüllt haben. Es ist der perfekte Raum für die Leute, die heute Abend hier sind. Ein Quadratmeter mehr wäre blöd, ein Quadratmeter weniger wäre noch schlimmer. So ist es genau richtig. Dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bedanken bei The Good Food, Nicole und Philipp, die hinten in oder vor der Küche stehen, der Mann in der Küche, die Frau davor, wie sich das gehört. Da wird es nachher, nach der Veranstaltung, dann noch was zu essen geben, gerettete Lebensmittel, aber da sagt Nicole dann später was dazu. Hier vorne auf der Bühne der Kai Kuhnhen vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, der gleich allgemein was zum Thema Degrowth sagen wird. Dann haben wir die Christiane Kliemann vom Ökodorf 7 Linden und Degrowth.info. Und wir haben den Wilm von Ausgekohlt, Ende Gelände. Beides, genau. Da gab es heute noch eine kleine Umplanung. Eigentlich sollte die Dorothee Häusermann hier sein. Die ist mit Xavier in, der heißt doch Xavier, oder? Ja, in Bremen versackt und hat es leider nicht hingeschafft. Der Sturm hat die Deutsche Bahn durcheinander gewirbelt. Du bist spontan eingesprungen. Das crasht unsere Gender Balance hier oben, aber für die Klimabilanz ist gut. Dann fangen wir direkt an mit dem ersten Film und reden dann gleich darüber. Ja, vielen Dank. Kai, in dem Film wurde gesagt, es gibt unterschiedliche Arten Degrowth oder wie Bewegungen Degrowth verstehen und wie Menschen Degrowth verstehen. Räum auf mit den Missverständnissen. Ja, für alle, denen das jetzt zu schnell war oder zu viel auf einmal, würde ich jetzt nochmal versuchen, das vielleicht strukturierter, auf jeden Fall etwas tröger zu präsentieren, als dieser schöne Film von Marx es konnte. Ja, ich heiße Kai, ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und wir sind ein Verein aus Leipzig und setzen uns seit gut 5 Jahren für eine ökologische, demokratische und soziale Wirtschaft und Gesellschaft ein. Und im Jahr 2014 haben wir eine Konferenz mitorganisiert, die Degrowth-Konferenz, und es war ein relativ großer Erfolg, kamen über 3000 Leute nach Leipzig, und seitdem ist dieses Thema Degrowth und Wachstumskritik so ein bisschen ein Steckenpferd von uns. Und Degrowth, was halt so ein bisschen so entwachsen heißt, oder manchmal sagt man auch Postwachstum dazu, das steht halt für eine Abkehr von wachstumsfixierten Wirtschaften. Und für uns das zentral war, wir glauben, dass diese Wachstumsfixiertheit nicht nur dazu führt, dass wir unsere Umwelt zerstören, sondern auch zu sozialen Konflikten und Krisen führt, zum Beispiel Erzeugung von ganz viel Armut, Ausschluss von Menschen und auch zu zum Beispiel so einer demokratischen Krise in Deutschland, aber auch weltweit. Ja, und dementsprechend ist für uns auch, geht es uns nicht darum, dass wir einfach nur das Bruttoinlandsprodukt zum Sinken bringen oder irgendwie die Wirtschaft schrumpfen und auch nicht. Es geht auch nicht darum, die ökologischen Probleme mit irgendwelchen technischen Lösungen zu entschärfen, sondern es geht um eine grundsätzliche sozial-ökologische Transformation mit dem Ziel des guten Lebens für alle. Oder anders ausgedrückt, wir arbeiten dafür in dieser Bewegung, dass die Bedürfnisse der Menschen wieder in den Mittelpunkt des Wirtschaftens gestellt werden. Und wenn wir dazu was erzählen, dann kommt natürlich ganz schnell die Frage, wie soll das funktionieren? Und wir sehen da verschiedene Handlungsebenen. Ich würde jetzt mal 4 nennen. Die erste ist so ein persönlicher Wandel, also sich selber klar machen, erstmal sowas wie, ist es eigentlich sinnvoll, weil ich arbeite?
sind die Dinge in der Gesellschaft, in der Wirtschaft eigentlich so alternativlos, wie sie mir immer erscheinen? Aber auch, was verursache ich eigentlich in meinem Lebensstil in Deutschland, aber auch weltweit? An ökologischen Schäden, aber auch an sozialen Schäden. Das wäre die erste Ebene. Die zweite Ebene wären konkrete Alternativen aufbauen und erfahren. Da gibt es ja ganz viel. Da gibt es zum Beispiel die Ökodörfer, es gibt Transition Towns, es gibt Umsonstläden, Repair-Cafés, alles Orte, an denen man schon in unseren heutigen Strukturen anderes Wirtschaften erfahren kann. Und das ist auch eine ganz wichtige Handlungsebene. Die dritte Handlungsebene wäre Widerstand. Widerstand leisten gegen ohne zu Großprojekte, gegen Braunkohle, gegen überhaupt Kohleverstromung, gegen ungerechte Politik, gegen ungerechte Konzerne. Die vierte Ebene wäre, dass man Forderungen auch an die Politik stellt, zum Beispiel, also Klassiker so aus wachstumskritischer Sicht sind eine Arbeitszeitverkürzung oder eine sozial-ökologische Steuerreform oder eine Einschränkung der Werbung. Und da ist immer klar, das ist nicht der große Wurf, aber es ist vielleicht wichtig, um so Freiräume zu schaffen, damit vielleicht noch mehr geht in Zukunft. Ja, und um auf diesen ganzen Ebenen weiterzukommen, versuchen wir halt diese theoretische Perspektive Degrowth und aber auch diese soziale Bewegung Degrowth zu verbinden mit anderen sozialen Bewegungen. Und dieses Projekt Degrowth und Bewegung war da eine Art, das zu tun. Wir haben halt diese 32 sozialen Bewegungen angeschrieben und haben gesagt, schreibt doch mal bitte auf, wer ihr seid und was ihr macht. Und dabei waren eben zum Beispiel, da hinten seht ihr auch Poster von ein paar, Urban Gardening ist da, Transition Town, Umweltbewegung, die Gewerkschaften, feministische Ökonomiekritik, Postextraktivismus, Postkolonialismus und so weiter und so fort. Also der ganze Reigen so aus ganz verschiedenen Bereichen. Das war natürlich ein sehr spannender Prozess. Ja, und um dieses Projekt publik zu machen und um auch so diese Idee sind des Bündnisses von sozialen Bewegungen, die gemeinschaftlich vielleicht mehr verändern können, weiterzubringen, haben wir gesagt, wir machen auch versuchen da eine Lesereise aufzubauen, und in Köln ist es hier auf besonders fruchtbaren Boden gefallen und deswegen sind wir heute Abend hier. Ja. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Film. Ja, ich finde, es sind sehr beeindruckende und berührende Bilder in dem Video, weil man sieht, dass wenn das eine weggeht, anderes vielleicht Platz hat zu wachsen und zu gedeihen. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt nochmal ganz persönlich, wo du hier bist, mit Ökodörfern? Möchtest du noch kurz was ergänzen zum Video erstmal? Ja, also meine persönliche Erfahrung ist schon auch, dass wenn man das Leben, was wir uns alle wünschen, ganzheitlich mal versucht zu erfahren, und das tut man auch in Ökodörfern, dann merkt man schon auch, dass wir ja Komfort gewöhnt auch sind. Und dass es manchmal schwierig ist, den eigenen Idealen auch zu entsprechen. Und dass auch wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, die dieselbe breite Vision haben, die übergeordnete Vision, dass es immer noch genügend Unterschiede gibt, in dem man sich auch dann konflikthaft dann verhaken kann. Und ich glaube halt so, Ökodörfer sind so Laboratorien im Kleinen, wo genau diese Dinge auch gelöst werden können. Weil wo es noch klein genug ist, um diese Konflikte, also auch um aus diesen Konflikten gestärkt hervorzugehen. Während wenn es dann mehr Leute sind, ein größerer gesellschaftlicher Prozess, ist es schwieriger. Und wenn kleinere Grüppchen dann schon Erfahrungen gemacht haben, glaube ich, ist es einfacher, die dann auch daraus zu lernen für größere Bewegungen. Was sind denn die Erfahrungen, die dich da ermutigen, wo du sagst, ja, das funktioniert mit diesen Ökodörfern, das funktioniert mit dem sozialen Wandel? Gibt es da Momente, wo du sagst, okay, da wird das spürbar? Es wird natürlich schon spürbar. Ich meine, wenn keiner mehr sich ekelt, auf ein Kompostklo zu gehen, wenn meine 83-jährige Mutter da hingeht und sich freut über die Komposttoilette draußen, wenn Leute, die vielleicht vorher in großen Häusern gewohnt haben, auf einmal in einem Zimmer sind, wenn Leute, die einfach die Erfahrung machen, dass diese Gesellschaft hier draußen, diese Wachstumsgesellschaft, eigentlich komplett absurd ist, weil sie mit allen Sinnen, mit dem Fühlen, mit dem Schmecken, mit dem Riechen
was ganz anderes mal erleben können. Ich glaube, dieses Erlebnis weitet noch mal mehr den Blick als ein theoretisches Auseinandersetzen. Vor allen Dingen, wenn es ein ganzheitliches Erlebnis ist. Ja, in den Ökodörfern hat man dieses Erlebnis. Ihr lebt eine Alternative, ihr habt einen Weg gefunden, wie das für euch funktioniert. Als Kritik, verändert das die Gesellschaft als Ganzes? Also wie kann man die Erfahrung, die ihr da habt, breiter erlebbar machen? Na gut, ich meine, das ist natürlich die wichtigste Frage. Das ist natürlich das, was Ökodörfer auch versuchen. Einerseits, also eine auch Aktivistin hier bei Degrowth, die Corinna Burkhardt, die hat zum Beispiel ihre Masterarbeit geschrieben über das Thema, was ist normal und was ist absurd. Und die hat dort Freiwillige begleitet, die ungefähr ein halbes Jahr in einem Degrowth-Projekt waren und dann geschaut, ob deren Vorstellung von Normalität sich verändert hat. Und es hat es in der Tat. Wenn man nämlich mal eine Zeit lang in ganz anderen Strukturen lebt, und zwar ganzheitlich und voll und ganz, dann verschiebt sich der Blick. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was Ökodörfer beitragen können. Einfach ein Perspektivwechsel, eine Perspektive, Erweiterung der Perspektive. Weil das, was uns hier, wenn wir in der Stadt leben oder in diesen üblichen Strukturen, als normal erscheint, weil wir es einfach jeden Tag erleben, das sehen wir dann mit einem großen Abstand und denken manchmal, mein Gott, ist das bescheuert. Hast du da ein Beispiel für, vielleicht, wo du eine andere Normalität... Naja, also Siebenlinden ist total autofrei. Da es ja auch relativ klein ist, kann man überall zu Fuß hingehen. Alle Leute fahren dann mit dem Fahrrad. Es gibt auch einen Konsens, keine Handys am Ort zu haben. Also die Leute kommunizieren von Mensch zu Mensch, was sehr angenehm ist. Es gibt ganz viele Erfahrungen. Das Gemüse, das gegessen wird, ist frisch, ist angebaut. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, wo alle zusammenkommen können zum Essen. Das sind schon sehr andere Erfahrungen. Das ist sehr anschaulich, ja. Ja. Gerade mit der Autofreiheit haben wir auch in Köln, ja, wenn man die Autos rausnimmt, gerade für Kinder, man merkt plötzlich, in was für einer absurden Welt wir leben. Und mir tut das weh, wenn ich sehe, dass Eltern ihre Kinder wegziehen von der Straße und sagen, du darfst nicht und musst nicht und schreck nicht. Und ich denke, das ist falsch. Das ist absurd. In Siebenlinden kommen halt sehr viele Kinder zur Welt, weil Leute merken, es ist einfach super, dort Kinder zu kriegen. Nein, das ist schön. Ja. Es ist einfach ein kinderfreundlicher Ort. Und weil ihr schlechtes Internet habt. Na, wir haben schon Internet, also gut. Naja, aber gesellschaftliche Transformation ist natürlich schwierig. Es gibt auch viele Leute in Ökodörfern, die leben zwar im Ökodorf, aber sie engagieren sich auch noch in anderen politischen Kontexten. Viele sind in der Anti-Atom-Bewegung, in der Antimilitarismus-Bewegung überhaupt engagiert, gerade dort in der Altmark. Es finden Seminare statt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, all diese Dinge. Okay, das heißt, ihr seid auch ein Sprungbrett für andere Ideen. Zum Widerstand kommen wir gleich. Eine Frage, die ja öfter schon kam, war, okay, man kann privat irgendwie bei sich die Dinge ändern, man kann auch was, ein Ökodorf oder eine andere Gemeinschaft aufbauen, die irgendwas verändert. Aber wie ist das denn mit den großen Strukturen? Wie ist das denn mit dem Alten, was da ist? Und genau, da beschäftigt sich der nächste Clip mit. Herzlich willkommen, Wilm. Wie ist denn der Stand im Klimacamp und bei Ende Gelände? Ja, jetzt gerade ist ja das Klimacamp abgebaut, die Leute sind wieder nach Hause gefahren, aber jetzt steht im November eben die Klimaverhandlungen in Bonn direkt vor der Tür und das ist ziemlich unglaublich, die werden in Bonn stattfinden, gut 60 Kilometer von dem Kohlerevier entfernt, also der größten CO2-Quelle Europas, und da soll über das Klima verhandelt werden, ohne dass da viel über Kohle gesprochen wird, ohne dass da ein Kohleausstieg konkret greifbar wird. Und Deutschland wird sich da als Klimaretter darstellen, aber eben weiterhin dreckige Braunkohle verfeuern. Und da werden wir groß hin mobilisieren, nicht direkt zum Gipfel, sondern wir sagen nach wie vor, das Klima wird in den Braunkohlerevieren gemacht, da wo der Klimawandel angeheizt wird, da müssen wir hin und da müssen wir ganz konkret uns vor die Zerstörung stellen mit unseren Körpern. Wir machen Aktionen des zivilen Ungehorsams, das heißt, wir gehen an die Orte der Zerstörung und machen einen ganz bewussten Regelübertritt und blockieren eben die Braunkohleinfrastruktur. Und das werden wir im November eben wieder machen. Am Sonntag, bevor der Klimagipfel stattfindet, werden wir als Ende Gelände die Braunkohlebagger besetzen. Und das wird bestimmt wieder ein toller und inspirierender Moment. Ihr versucht ja beides zu verbinden auf den Camps, zum einen Alternativen konkret zu leben und Widerstand zu leisten. Was habt ihr dabei gelernt? Wie funktioniert das?
Genau, die Becker hat es ja schon gesagt, es ist ein ganz bestimmter, wesentlicher Bestandteil auf den Klimacamps, dass wir Alternativen konkret leben und auch einen anderen Umgang miteinander pflegen. Also das heißt, wie wir uns organisieren, ist so gut es irgendwie geht, basisdemokratisch, also von unten organisiert. Wir versuchen eben viel von den Alternativen schon zu leben, unsere Stromversorgung selber zu organisieren und. Und es ist auch, du hast das vorhin genannt, in diesen vier Punkten, was passieren muss, diese persönliche Veränderung ist auch im Vorbereitungsprozess schon ein ganz wesentlicher Punkt. Also wir gehen anders miteinander um in diesem Vorbereitungsprozess. Das heißt zum Beispiel, dass sexistisches Verhalten innerhalb von dem Vorbereitungsprozess, dass das angesprochen wird. Wir sind davon nicht frei, das ist klar. Wir sind alle Kinder dieser Gesellschaft. Aber es gibt immer wieder Leute mit einem feministischen Hintergrund, die sagen, wir müssen da was tun, wir müssen was verändern. Und das heißt zum Beispiel bei Ende Gelände ist ein Resultat daraus ist, dass unsere Pressesprecherinnen in diesem Jahr quasi nur von Frauen besetzt waren. Genau. Okay. Also ein. Gibt es da Grenzen, an die ihr stoßt, wo ihr sagt, das würden wir gerne anders machen, aber das funktioniert irgendwie noch nicht im jetzigen Setting, persönlich oder kollektiv? Ja klar, permanent stoßen wir da an Grenzen. Also ich glaube, wir müssen Alternativen aufbauen, ganz klar, aber wir sind noch eingebettet in diese Gesellschaft. Wir können die Freiräume ausweiten, aber wir werden immer wieder an unsere Widersprüche stoßen und das merken wir permanent. Ein Beispiel dafür? Das habe ich mir gedacht, dass du jetzt ein Beispiel hast. zum Beispiel das Verhältnis von Vorbereitungsgruppe und Klimacamp selber. Die Vorbereitung läuft in einem relativ kleinen Teil von Leuten, mit einem kleinen Teil. Und dann kommen irgendwie ein paar tausend Leute aufs Camp und wir versuchen unsere Machtansprüche, die dadurch entstanden ist, dass wir viel Wissen haben und, versuchen wir innerhalb von kürzester Zeit abzugeben. Und das funktioniert natürlich nicht so schnell, Leute mit einzubinden. Und langfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass wir Strukturen haben, wo man schon viel stärker das kennt, dass man sich gemeinschaftlich organisiert. Aber das Klimacamp ist ein Ort, wo man das ausprobieren kann, weil ich glaube, diese Alternativen, die wir in unseren Köpfen haben und die wir in unseren Herzen haben, dass wir dafür konkrete Orte brauchen, wie zum Beispiel Klimacamps oder Ökodörfer, wo wir auch spüren können, was das bedeutet und wie schön sich das anfühlt. Also wie faszinierend das ist, wenn man sich selber organisiert, was wir für eine Power zusammen haben. Und darum geht es im Prinzip. Die Machtverhältnisse sind ungerecht verteilt und an diesen Orten der Klimacamps, der Ökodörfer, der Orten, wo wir zivilen Ungehorsam machen, da holen wir uns die Macht wieder zurück. Das ist ein Empowerment von den Leuten. Und das ist ein großartiges Gefühl. Und das macht Lust auf eine Gesellschaft, wo das voll ist. Die Welt ist voller Empowerment. Ja, das fand ich auf der diesjährigen Dokumenta gab es den Begriff Parlament der Körper. Also dass wenn alles nicht mehr weiterhilft, es gibt noch den Körper, den man auf das Gleis setzen kann. Und das ist quasi das letzte Residuum an Widerstand, was es dann noch gibt. Wir kommen zum letzten offiziellen Programmpunkt und zwar nochmal eine Abschlussdiskussion. Wir machen das nach der Fishbowl-Methode. Ich erkläre kurz, wie das dann funktioniert. Und zwar haben wir hier vorne gleich zwei leere Hocker, ein echter Hocker, ein bisschen improvisierter Hocker. Und ihr seid eingeladen, mit euren Fragen, Anmerkungen, Zweifeln, Impulsen nach vorne zu kommen, euch hier eine Diskussion zu beginnen. Ein Stuhl bleibt immer frei, das heißt, wenn jemand Neues dazukommen möchte, kann er sich auf diesen Stuhl setzen. Wer gerade das Gefühl hat, dass er nicht mehr weiter mitdiskutieren würde, verlässt vorne die Runde, bleibt erstmal grob beim Thema, springt vielleicht nicht zwischen tausend Sachen hin und her, guckt, dass irgendwie ein Gespräch zustande kommt, redet miteinander und schaut, wie sich das Gespräch entwickelt. Genau, das heißt, ich werde jetzt auch keine Fragen aus dem Publikum annehmen und weiterreichen oder so, sondern wir machen das hier vorne als selbstorganisierte Gesprächsrunde. Okay, fangen wir an. Wir haben noch einen...
Solange ihr noch überlegt, was ihr fragen wollt, noch ein Infopunkt. Die ganzen Texte von Degrowth und Bewegung gibt es umsonst im Internet. Auch das ganze Buch kann als PDF runtergeladen werden. Wir freuen uns aber auch, wenn es käuflich erworben wird. Okay, Utopie und Realität. Genau, die Stühle sind euch. Hallo, ich bin Sabrina. Ich habe eigentlich eine Frage an euch alle. Könnt ihr dann gucken, wer Lust hat, die zu beantworten. Und zwar, kurze Einleitung, ich bin bei der Agora Köln tätig und wir organisieren den Tag des guten Lebens, ein autofreier Sonntag. Der findet einmal im Jahr in Köln statt. Wir machen das seit, also 2012 haben wir angefangen und uns gefunden. Und es gab immer wieder Situationen, in denen wir nicht mehr konnten oder dachten, irgendwie kommen wir hier nicht weiter oder es gab Konflikte oder man hatte, irgendwie war die Luft raus oder man hatte zu wenig Unterstützung oder kein Geld oder ne, alles so Probleme, die bestimmt auch viele andere Menschen hier in diesem Raum kennen, die sich engagieren in verschiedenen Bereichen. Und meine Frage wäre so an euch, wie ihr in so Situationen umgeht, ne, also aus verschiedenen Kontexten so mit diesem Punkt, irgendwie wollen wir weitermachen und uns ist das Thema super wichtig, aber wir sind gerade irgendwie an unserer Grenze. Und was ihr da irgendwie so für einen Umgang habt oder für Methoden oder vielleicht auch Tipps so an uns, wie wir mit so Situationen umgehen können, das würde mich interessieren, die Runde. Also in Öko-Jarfan ist es ja auch oft ein Thema, weil es natürlich auch viel harte Arbeit ist, gerade so diese ganze, diese Subsistenz und Suffizienz macht viel Arbeit. Und also ich glaube, das Wichtigste ist, wir sind ja so gepolt auch durch unsere Sozialisation, dass wir immer in die Aktion gehen. Unser Problemlösungsmodus ist machen. Und dann mal in die Ruhe zu gehen, um mal bewusst zu gucken, okay, wir machen jetzt eben einfach weniger, wir machen jetzt mal nichts, wir gehen in die Ruhe und verbinden uns wieder neu miteinander und eigentlich auch mit unserer Motivation. Also da gibt es ja auch viele Techniken. Aber die kosten natürlich alle Zeit, die brauchen Präsenz und die brauchen auch ein Einlassen. Und die Erfahrung ist, dass man dann gestärkt daraus vorgeht. Und was natürlich auch wichtig ist, nicht immer in diesem Aktionsmodus zu sein, also ein Event nach dem anderen zu organisieren, sondern auch mal zu sagen, ich ziehe mich zurück, ich regeneriere mich. Und das ist genauso Teil des Aktivismus, wie eben das Tun. Danke für die Frage. Richtig gute und wichtige Frage. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt für langfristigen Widerstand. Und es ist kein Wunder, dass in den letzten Jahrzehnten die Leute sich immer wieder die Generation von Aktivisten verändert haben, weil Leute eigentlich häufig so nach 10 Jahren oder so ausgebrannt sind und aufhören. Und wenig Leute so langfristig aktiv sind. Viele Leute gehen dann zum Beispiel in Ökodörfer und verändern ihren Aktivismus. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass das mehr zusammenkommt und dass wir dieses unterstützende Element von Alternativen entwickeln. Leute, die die Blockaden oder die Widerstand machen an den Frontlines oder so, dass das mehr zusammengedacht wird. Und dass wir da kollektive Strukturen entwickeln, wie wir uns gegenseitig unterstützen können und auch Kraft geben können. So. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe kurz bevor ich, oder an dem Punkt, wo ich das Konzeptwerk kennengelernt habe, so vor 2014, so zu dem Zeitpunkt, habe ich mich nochmal intensiver mit Klimawandel auseinandergesetzt. Und habe eigentlich nochmal so stärker emotional das an mein Herz gelassen, was eigentlich passiert mit unserer Welt. Dass unsere Welt verdammt nochmal vor die Hunde geht für ein profitorientiertes Wirtschaftssystem. Und die Lebensgrundlagen, das sind unsere Lebensgrundlagen, die werden zerstört. Und zwar so massiv, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht richtig weiß, ob wir diesen Klimawandel noch so aufhalten kann, dass er nicht irgendwann anfängt, sich selber zu beschleunigen. Und an diesem Punkt weiterzumachen, und zwar in einer radikalen Weise weiterzumachen, zu sagen, wir brauchen trotzdem einen tiefgreifenden Systemwandel, das habe ich nur geschafft durch eine Gruppe von wie ausgekohlt, wo es einen emotionalen Support gibt und wo wir zusammen Strategien entwickelt haben, wie wir Kapitalismus zurückdrängen können und immer wieder diese Perspektive aufzumachen. Und ich glaube, dafür brauchen wir diese utopischen Räume, wie zum Beispiel Ökodörfer,
wo wir immer wieder die Kraft tanken, die wir brauchen, um wieder in diese andere Welt zurückzudrängen. Ganz kurz was hinzufügen, weil also Wilma hat es gerade von Emotionen gesprochen und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also Joanna Macy, kennt ihr vielleicht, ist eine jahrzehntelange Tiefenökologie-Aktivistin, die hat eben mal festgestellt, dass wenn die Leute sich wirklich ihren Emotionen öffnen, ihrem Schmerz öffnen um das, was eigentlich da draußen passiert, dass sie dann nicht mehr so ausbrennen, weil sie dann wieder in ihre Verbindung kommen. Aber das braucht halt auch ja Zeit und auch gehaltene Räume. Ja, ich würde mal kurz ergänzen, so eher praktische Tipps. Also ich glaube, oft gibt es so eine Frustration, gerade wenn man viel Gruppenarbeit macht, viel in Gruppen arbeitet, so, dass man einfach keinen Bock mehr hat auf Pläne. Und da ist, glaube ich, oft so die Frage, wie es moderiert wird, ob es gut moderiert wird und ob die richtigen Methoden eingesetzt werden. Ich glaube, da gibt es total viele gute Quellen für. Was wir im Konzeptwerk auch gemacht haben, weil das natürlich auch eine Sorge bei uns ist, dass wir irgendwann keine Kraft mehr haben. Wir arbeiten die kurze Vollzeit, so wie wir es nennen. Also wir arbeiten 20 bis 30 Stunden die Woche und nicht mehr. Und versuchen auch dieses, ja, wir leben halt in der Leistungsgesellschaft und wollen aber eigentlich dieses Leistungsdenken dann nicht übernehmen. Also es wird dann auch keiner schief angeguckt, wenn er nur 20 Stunden in der Woche arbeitet und danach nichts Politisches mehr macht. Und dann natürlich, wenn man eine Gruppe hat, ist es auch sehr gut, dann hilft es erstmal und bei uns ist auch noch so, dass wir sehr versuchen, aufeinander zu achten. Und wenn jemand sagt, ich habe halt Stress, dann sagt eigentlich der Nächste, dann kommt gleich irgendwann mal jemand, der sagt, können wir das irgendwie ändern oder so. Ne? Aber es ist auf jeden Fall natürlich schwieriger, wenn man es neben der normalen Arbeit noch machen muss. Ja, danke für die hilfreichen Tipps und also ich diskutiere einfach jetzt weiter, oder? So funktioniert es doch, oder Martin? Also hier kann auch gerne jemand dazukommen. Da ist noch ein Platz frei. Genau, da ist noch ein Platz frei. Wir geben auch unsere Plätze frei. Genau. Vielleicht ganz kurz mit den Emotionen, das nochmal aufzugreifen und zu bestärken. Also das sind halt die Erfahrungen, die wir auch machen. Wie wichtig das ist, den Leuten emotional Dinge erfahrbar zu machen in der täglichen Arbeit, ist irgendwie super wichtig, würde ich auf jeden Fall auch nochmal so unterstreichen. Also ich habe auch eigentlich eine Frage, auch gerne in die Runde oder wer auch immer dann da kommt und es geht so ein bisschen in die Richtung, ja, wenn man die ganze Zeit nur auf das guckt, was so alles ansteht und was auch passiert und wir dann immer wieder in Aktivität sind, verlieren wir manchmal diese Vogelperspektive auf die größere Bewegung. Und deswegen würde mich eigentlich gerade interessieren, wie schätzt ihr ein oder wie seht ihr das, wie die ganze Transformationsbewegung gerade steht? Wir haben gesehen, es gibt ganz viele tolle Beispiele, so, aber ich habe noch nicht so ein richtiges Gefühl zu, ja, welchem Punkt oder welche Phase man ist und so ganz faktisch kann man das wahrscheinlich auch nicht jetzt beantworten, aber so eine Richtung einfach, weil wenn man es vielleicht mit 70er Jahren und anderen Phasen vergleicht. So. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil es sehr stark davon abhängt, wie stark wir involviert sind, weil unsere selektive Wahrnehmung natürlich das total stark prägt. So. Und ich sehe natürlich viel Bewegung um mich herum, weil ich in Bewegung bin. Ich glaube, dass es wichtig ist, um sich eine gesellschaftliche Veränderung vorzustellen, dass das nicht so läuft, dass wir einfach bergauf fahren und irgendwann kommt der revolutionäre Bruch und danach ist alles anders. Sondern ich denke immer, das ist wie in so Wellenbewegungen. Und wir haben eher so minimale Revolutionen, wie zum Beispiel Ende Gelände, wo Leute merken, dass sie gemeinschaftlich Macht haben und sich die Macht wiederholen und empowered werden. Und dann muss dieser Punkt aber vertieft werden. Und diese Veränderung muss in den Alltag gebracht werden. Und das ist eine Vertiefung von der Bewegung. Das heißt, die Leute gehen zurück und verändern, bauen Alternativen zum Beispiel auf, organisieren sich miteinander. Und dann geht es wieder in die nächste Phase. Und ich glaube, in der Klimabewegung haben wir ziemlich viele Höhepunkte erreicht.
und können an einem bestimmten Punkt nicht mehr so super viel wachsen von den Leuten her, im jetzigen Moment. Aber wir müssen deswegen vertiefen. Wir müssen die Alternativen, die andere Organisationsweisen stärker aufbauen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem die Klimabewegung oder die Klimagerechtigkeitsbewegung gerade ist. Also ich würde ergänzen, also das Schöne an der Zukunft ist ja, dass wir sie nicht vorhersehen können. Und wir wissen letztendlich nicht, ich meine, soziale Systeme, also die Gesellschaft, Ökosysteme sind ja so komplexe Systeme, wo ganz viele verschiedene Dinge unvorhergesehen miteinander reagieren. Und wir wissen nicht, ob eine kleine Demonstration oder eine kleine Aktion zivilen Ungehorsams vielleicht der Stein ist, der eine riesen Lawine ins Rollen bringt. Man weiß es halt nicht. Ich meine, wenn man rückblickend auf die Geschichte schaut, sind ja auch plötzlich vollkommen unvorhergesehene große Bewegungen entstanden und die ganze Gesellschaft ist in Bewegung gekommen. Und wir können halt nicht vorhersehen, wann das sein wird. Deswegen immer so handeln, als wäre das, was man tut, wichtig. Es könnte das kleine Ding sein, das letztendlich etwas auslöst. Ja, dann eröffne ich ein neues Thema. Mein Name ist Deria und ich habe eine Frage an euch drei. Das ist was persönlicher, nämlich, wie wart ihr denn früher? Oh Gott, ja. Also, ich war lange Zeit nur so ein Öko und habe dann erst so mit, weiß ich, 32 angefangen, mich nach links zu entwickeln, würde ich sagen. Und das ist irgendwie auch ein ongoing process, würde ich sagen. Ja. Ich war, also als ich ganz jung war, so 14, 15, 16, 17, da war ich schon eher so, wie ich jetzt bin. Und dann bin ich quasi in diese, sei kein Träumer, sei realistisch, Falle getappt. Da sind diese ganzen Prägungen hochgekommen, oh Gott, du musst einen Job haben und eine Familie und Kinder und all das. Also bin schon in dieser Mainstream-Falle gelandet und irgendwann da aufgewacht und gedacht, mein Gott, was machst du hier eigentlich? Und habe da angefangen, mich ja, in den letzten, weiß ich nicht, 12, 13 Jahren wieder in die andere Richtung zu entwickeln, aber halt ein schrittweiser Prozess. Ich bin als Revolutionär auf die Welt gekommen. Ich wurde so geboren. Nein. Natürlich nicht ganz, aber ich habe so vor gut 10 Jahren habe ich angefangen, mich viel mit Gesellschaftskritik auseinanderzusetzen. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit indigenen Widerstand, vor allem in Nordamerika, auseinanderzusetzen und indigenen Weltanschauungen, vor allem von den Lakota, das sind die Leute, die in den Standing Rock-Protesten, also deren Reservat das eben war oder ist. Und zusammenfassend könnte man da sagen, da gibt es einen Spruch, das heißt mit Haku Yassin, mit allen meinen Verwandten, das heißt mit allen Pflanzen, Tieren, Steinen, Menschen und. Und dass wir unser Handeln so danach ausrichten können, dass alle gut leben können, alle Verwandten. Und das hat mich sehr, sehr stark inspiriert, weswegen ich mich auf die Suche gemacht habe nach einer System Change Bewegung im Grunde genommen, die das tiefgreifende Veränderungen macht, aber dabei das ökologische im Blick hat. Und darum bin ich zur Klimabewegung gekommen. Und dann glaube ich, dass alle hier heute mit ganz vielen neuen Impulsen nach Hause gehen. Habt ihr für uns vielleicht noch konkrete Tipps, wie wir im Kleinen handeln können, wo wir sofort heute oder morgen anfangen können, damit wir nicht alle gleich zu Hause sind und grübeln und vielleicht was Konkretes, wo man sofort anfangen kann, was für jeden im Kleinen umsetzbar ist. Gibt es da irgendwas, was euch einfällt? So eine Ratgeberliteratur. Ja, zum Beispiel. Also ich glaube, eine Maßnahme, die für alle gilt, one fits all, gibt es da, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich einfach für etwas zu entscheiden, für eine Initiative, eine Bewegung, einen Transformationsansatz und dann da auch Energie, die Energie eben reinzugeben, die da ist. Also es gibt ja so viele verschiedene Bewegungen, Initiativen, Gruppen, die was machen für sozial-ökologische Transformation und sich da eine einfach aussuchen und sich der annähern. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, wo die eigene Verletzlichkeit ist. Also wo werde ich berührt?
Sollen wir tauschen? Ja. Okay. Genau, wo die eigene Verletzlichkeit ist und diese Betroffenheit auch zum Thema der eigenen Politik zu machen. Und das ist schwer, das kostet Überwindung und Kraft natürlich, aber es macht uns letztendlich stark, weil es zeigt, dass das, was passiert, uns verletzlich gemacht hat. So. Und ja. Ja, ich wollte eigentlich direkt zu dir was sagen. Ja, ja. Aber wie du magst. Genau, du hast ja gesagt, du hättest gerne, du würdest nicht gerne jetzt nach Hause gehen und grübeln, aber ich finde, genau das sollten wir vielleicht einfach tun, nach Hause gehen und ein bisschen grübeln, weil ich finde, die Ansätze, die ihr vorstellt und die Projekte, die so viel mehr sind als Projekte, die entstehen ja aus einer viel tieferen Überzeugung, als sich in einen Verein anzumelden oder irgendwo einzuschreiben oder so. Das ist ja was, was irgendwie von innen kommt, was vielleicht auch Zeit braucht, was sich anbahnt, worüber man erstmal grübelt. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir heute alle noch ein bisschen grübeln. Ja, meine Frage ist, also mich interessieren alle drei Bewegungen und ich bin da aktiv drin und habe das Gefühl, es sind aber drei separate Teile in mir eigentlich. Und die Vernetzung von genau diesen drei Bewegungen interessiert mich. Und meine Frage ist, also ihr sitzt jetzt hier schon nebeneinander, aber wie könnt ihr euch das vorstellen, weiter miteinander zu arbeiten? Wo könnt ihr noch in Kontakt kommen, außer in dieser Art von Veranstaltung? Ja, also diese Verbindung zu Degrowth und Klimagerechtigkeit, die ist, glaube ich, am stärksten ausgeprägt auf diesen Sommerschulen im Rheinland. Also wir haben auf den Klimacamps Sommerschulen organisiert die letzten 3 Jahre. Und ich denke, das wird auch weitergehen, hoffe ich zumindest. Wir vom Konzeptwerk haben jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen anderen Fokus. Wir machen gerade heute beginnt eine Konferenz, da geht es um Flüchtlinge und migrationspolitische Bewegung. Und wir machen in einem Monat eine, da geht es um Care, also um Sorgearbeit, um das ins Zentrum unseres Wirtschaftens zu stellen. Ansonsten, ich glaube, wir haben da keinen Masterplan, wir haben Ideen für nächstes Jahr, aber darüber hinaus haben wir noch nicht geplant, wie das weiter zusammengeht. Wir arbeiten auch weiter dran. Also ich glaube, es gibt einfach natürlicherweise ganz viele Überschneidungen zwischen dem, was wir tun. Und ich bin zum Beispiel zu Degrowth gekommen, weil ich beim UN-Klimawandelsekretariat gearbeitet habe und dann gemerkt habe, aber im Moment so schützen wir doch das Klima überhaupt nicht. Wenn Kapitalismus und Wirtschaft nicht diskutiert werden und an dem Wachstum nicht gerüttelt wird, dann hat das alles keinen Sinn. Und so bin ich halt zu Degrowth gekommen. Und es kann schon so ein verbindender Rahmen sein, der ganz viele Bereiche der sozial-ökologischen Transformation einfach zusammenfasst, auf den sie sich beziehen können. Ja, wir haben auch gerade schon ein bisschen gesponnen, was wir denn machen können zusammen und so. Ein Ansatz, den ich ziemlich spannend finde und den wir bei Ausgekohlt viel diskutieren, ist demokratischer Konföderalismus, Monsterwort, was eben die kurdische Befreiungsbewegung ganz stark auch macht, dass sie versuchen, eine wirklich andere demokratische Organisierung von unten aufzubauen. Und ich glaube, dass das ein Punkt sein könnte, wenn wir das umsetzen und anfangen, wirklich uns anders zu organisieren und das nicht nur im kleinen heimlichen Kämmerchen, sondern das nach außen tragen und selbstbewusst nach außen tragen, dass das ein Punkt sein könnte, der uns nochmal als Bewegung nochmal vertiefen könnten und dann letztendlich einen Schub nach vorne zu bringen. Weil ich glaube, dass genau das ist, was es auch innerhalb von diesem Rechtsruck und innerhalb von diesen sich zuspitzenden Verhältnissen in nächster Zeit braucht. Wir brauchen eine andere Organisierungsform, die Leute konkret erleben können, die nicht nur theoretisch ist, sondern die Leute erleben können und sehen können, wie viel Spaß das macht, sich gemeinschaftlich zu organisieren. Ja, ich habe auch eine Frage. Hallo, ich bin Sandra. Die schließt sich so ein bisschen bis zu deiner Frage eben an. Da ging es ja um die Transformation. Und du hattest ja erzählt, dass bei Ende Gelände die Bevölkerung, die dort vor Ort lebt, inzwischen auch schon offener ist für die Bewegung und dass es
das, was ich mich eben auch die ganze Zeit frage, wie man das wirklich schaffen kann, aus diesen geschlossenen Räumen, die du ja gerade auch erwähnt hast, das Ganze so ein bisschen mehr nach außen zu tragen und immer mehr Leute auch zu involvieren. Und da wüsste ich gerne, wie ihr das zum Beispiel konkret macht. Also ob ihr da jetzt wirklich ganz aktiv mit Leuten vor Ort auch arbeitet und versucht, die immer mehr mit ins Boot zu holen oder ja, wie das so in der Praxis abläuft. Weil ich denke mal, bei euch, da kann man das wahrscheinlich noch am einfachsten umsetzen, weil es ja eine spezielle Region auch gerade betrifft. Ja, das ist was, was wir in diesem Jahr viel stärker nochmal gemacht haben. Wir hatten nochmal so eine AG Lokales, haben wir die genannt, die nochmal mit Leuten aus dem Kohlerevier viel stärker ins Gespräch gekommen ist, auf Marktplätze gegangen ist. Wir haben zusammen eine Podiumsdiskussion mit einem Gewerkschafter von der IGBCE organisiert. Und ich bin seit einem Jahr in einem Dialog mit Gewerkschaftern von der IGBCE, wo wir über Strukturwandel sprechen und da prallen total krasse Welten aufeinander. Es ist so, eine Genossin sagt immer, kulturelle Begegnungsarbeit, so, also so, weil wir so, aus so unterschiedlichen Perspektiven kommen, aber wir teilen auch manche Punkte. Also wir wollen alle Gerechtigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das sind so Anknüpfungspunkte, wo wir wiederum zusammenkommen. Und ich glaube, das Reden hilft. Das Reden hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist was, was ihr auch mitnehmen könntet im Prinzip, weil genau daran liegt es im Prinzip, dass Leute, dass ihr alle an den Punkten, wo ihr seid, darüber sprecht, was euch bewegt im Herzen und Leute damit konfrontiert, dass ihr von was anderem träumt. Ich sage einfach noch was zur letzten Frage. Ist ein Kritikpunkt auch immer an Degrowth, dass es ja nur so eine weiße Akademikerbewegung ist, was auch ein bisschen stimmt. Ja, ich denke dann immer, ist ja, also, oder auch, dass gesagt wird, nur die Leute, die sich es leisten können, können über Verzicht und über Degrowth reden. Ist auch was dran, aber ich denke, andersrum wäre es ja noch schlimmer. Also wenn diese akademischen reiche Schicht nicht über ihre eigenen Privilegien und ihren Lebensstil nachdenken würde, wäre es ja auch nicht gut. Und was wir halt versuchen ist, dass wir jetzt auch mit den Projekten, wo es um Sorgearbeit geht, dass wir halt auch an Leute rankommen aus anderen Schichten, die zum Beispiel Pflegedienste machen oder in dem Projekt mit der Flüchtlings- und migrationspolitischen Arbeit auch mit Geflüchteten zusammenarbeiten. Aber es ist für uns auf jeden Fall, wir merken schon, dass es anders ist und auch viel Arbeit erfordert. Meine Frage geht ein bisschen in die Richtung. Also Degrowth ist ja immer diese Zurücknahme und diese Suffizienz, Resilienz, wie auch immer. Wie kann man das umsetzen oder ist das wirklich der richtige Weg und müssten wir nicht noch mehr in Richtung Innovationen denken? Also du hast das eben kurz angesprochen, glaube ich, dass das eben nicht der einzige Weg sein kann. Aber ich finde ganz viel von der Postwachstumsökonomie oder auch Degrowth ist diese krasse Einschränkungen, die ich glaube, ich nicht sehe in der Bevölkerung und das wird sich nicht etablieren. Also eine Stadt wie Köln, eine Millionenstadt, so, wo soll denn der Kompost hin? Also irgendwie, das muss ja schon in einem industriellen System abgearbeitet werden. Zumindest, also ist das mal so meine Vision, aber das, was ich so kommen sehe. Und ich finde, da müssen wir, oder da würde ich noch mehr hinarbeiten und weniger auf diese Degrowth fokussieren. Vielleicht auch ins Publikum, hier sind ja bestimmt ein paar schlaue Leute. Also erstmal ist es so, abgesehen von den ganzen gesellschaftlichen Kritikpunkten, die man ja an dieser kapitalistischen Gesellschaft hat, funktioniert es einfach nicht, ökologische Nachhaltigkeit nur durch technischen Fortschritt zu erreichen. Das geht einfach nicht. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel die Klimarahmenkonvention, die ist 1994 in Kraft getreten und seitdem hat man versucht, durch Technik den Klimawandel aufzuhalten und was passiert ist, dass die Emissionen immer weiter gestiegen sind. Und auch jetzt, ich meine, selbst mit dem Pariser Abkommen,
Die wirklich krassen Emissionsreduktionen werden immer in die Zukunft verlagert, weil man immer wieder hofft, dass uns technische Innovationen daraus holen können. Das hat man in den 90er Jahren auch gehofft. Was man da gedacht hat, was jetzt 2017 schon da sein würde. Und ich meine, schuld daran ist der Rebound-Effekt. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Ich meine, das ist ja die zentrale Frage im Degrowth-Diskurs ist, kann man Wirtschaftswachstum und Umweltschäden voneinander entkoppeln? Und Antwort ist, es geht relativ gesehen. Natürlich wird alles immer effizienter. Aber dadurch, dass alles effizienter wird, wird es auch viel mehr genutzt, es wird anders genutzt und es breitet sich rasant aus. Und deswegen brauchen wir einfach soziale Innovationen. Und ich finde auch die Besetzung des Begriffs Innovation immer nur als Technik vollkommen eindimensional. Weil wirklich Innovation kann halt sein, dass wir uns anders organisieren. Und natürlich, klar, die Umweltbewegung im globalen Süden sieht häufig anders aus. Da ist die Umwelt, also das Engagement für Umwelt ist kein soziales Privileg, sondern eine Notwendigkeit, weil Leuten die Lebensgrundlage entzogen wird. Und das eben durch unsere Übernutzung von allem. Ich meine, ein Begriff wie Suffizienz geht ja in zwei Richtungen. Also Richtung ein zu viel und Richtung ein zu wenig. Und ich meine, die Schnittstelle ist dann irgendwo Gerechtigkeit. Ja, du hast ja auch was gesagt, dass die Leute nicht verzichten wollen auf diese ganzen Dinge. Ja, frage ich mich auch immer. Also so Veggie Day sieht man ja auch, dass es vielleicht wirklich so ist. Und ich denke dann immer, ja gut, wenn wir halt in einer Gesellschaft leben, in der Leute so unfrei sind, in der sie halt nicht bestimmen können, was in ihrer Arbeit passiert und was da produziert wird. Und eigentlich die einzige Freiheit, also sie werden so beschränkt auf den freien Konsumenten und das auch nur, wenn sie noch Geld haben. Und ich glaube, solange man das nicht aufbricht, dann kann man den Leuten das auch nicht wegnehmen. Also man muss da vielleicht so in eine soziale Vorleistung gehen und den Leuten erst die 30-Stunden-Woche geben und vielleicht das Grundeinkommen und dann kann man darüber reden, dass sie andere Lebensstile leben sollen. Wir wollen ja auch, dass es ein demokratischer Prozess ist und deswegen muss man da, glaube ich, schon Visionen eines besseren Lebens spinnen und nicht einfach nur Verzicht predigen. Genau, also ich stimme euch beiden voll zu. Zu dem, was du gesagt hast, ist meine Frage oder meine Sache so ein bisschen, dass ich halt sagen würde, die Politik versucht oder versucht auch nicht, die Wirtschaft versucht auf jeden Fall nicht, diesen Wandel zu gestalten. Und auch darum müssen wir als Bewegung und als Aktivisten von dieser Innovationsseite herangehen, was wir tun in sozialen Projekten, wie du das gesagt hast, aber ob es nicht auch von uns aus noch mehr Einsatz bedarf in den Sachen, wo es eben um Innovation geht oder um neue Technik. Also da weiß ich nicht, ob Degrowth das alles repräsentiert oder ob das eben ein bisschen was ausspart, indem wir wenn wir uns zu sehr darauf fokussieren, dass wir dann nicht zu sehr auf das, also dass wir den anderen Part einfach weglassen oder nicht genug betrachten. Also ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis. Also ich glaube, Degrowth ist nicht technikfeindlich so. Ne? Ich glaube, also wir sind nicht gegen Windräder. Wir kriegen nicht auch von der linken Seite vorgeworfen, dass wir nur für Windräder sind. Das ist, ich glaube, da kommt man schnell zur Frage, welche Technik wollen wir und welche Technik wollen wir nicht. Und das ist ja eine Frage, die in unserer Gesellschaft nicht demokratisch entschieden wird, sondern das entscheiden eigentlich Firmen. Und da gibt es dieses Stichwort konviviale Technik, aber da kenne ich mich jetzt nicht richtig zu aus, aber das geht so in die Richtung, ich habe auch das Gefühl, dass die Frage nach der Technik ganz oft noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ja. Aber genau, wir sind nicht technikfeindlich generell. Ich könnte was zu konviviale Technik sagen. Auch so ein Horrorwort wie demokratischer Konföderalismus. Es geht letztendlich darum, dass Technik so gestaltet ist, dass sie eben nicht herrschaftsförmig ist und uns was aufdiktiert, sondern uns befähigt, Sachen zu machen. Also das heißt, ein Auto sollte so gestaltet sein, dass ich nicht total abhängig bin von, also es so abstrakt ist, dass ich es nicht mal selber reparieren kann, sondern es muss so sein, dass es eben leicht zu reparieren ist, auch nur langsam fährt, um zum Beispiel Sachen zu transportieren und. Also dass es so danach ausgerichtet ist, wenn wir denn noch Autos haben.
Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen zu der Technik generell, ob wir noch mehr Technik oder effizientere Technik brauchen. Wen das interessiert, ich habe von einem Professor von mir einen Film, eine Dokumentation empfohlen bekommen, die heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Who Killed the Electric Car? Und es geht um ein Auto, um ein Elektroauto, um was vollständig funktionierte, was auch Reichweiten hatte. Und ich bin eigentlich gegen Individualverkehr, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, für elektrische Autos einzustehen. Aber es gab schon ein Elektroauto in den 90er Jahren, was eben halt groß verkauft wurde. Und das lag daran, dass damals Kalifornien relativ strenge Umweltgesetze erlassen hat, eben halt auch Autohersteller betreffend, und Autohersteller eine gewisse Verkaufsquote an Elektroautos vorweisen mussten, sonst durften sie nicht weiter verkaufen. Und diese Doku geht halt darum, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, dass ihr die auch noch guckt, aber die Doku geht darum, warum ist das gescheitert, das ist ja auch die Frage im Titel. Und ich wollte euch mal fragen, weil ich mich mit dem Thema noch nicht weiter beschäftigt habe, aber eben kam mir so eine Frage, ob ihr glaubt, dass wenn wir sozusagen erstmal ein bisschen weg sind von, wir brauchen technologischen Fortschritt, um regenerativer oder mit weniger ökologischem Fußabdruck auf der Welt zu leben, wenn sozusagen, wenn das stimmt, wäre es dann auch möglich, eigentlich für jeden Weltbürger mit weniger CO2-Fußabdruck auf der Welt zu leben, eben halt, weil man nicht ein großes Portemonnaie und immer wieder neue Investitionen braucht, sondern eben halt, weil man auf Technologien, die vielleicht auch schon existieren, zurückgreift und weil diese Technologien mehr in den Vordergrund rücken würden. War das zu kompliziert? Entschuldigung. Ich glaube, mir war es ein bisschen zu kompliziert. Aber also ich glaube, ich würde sagen, also ich habe lange so am Umweltbundesamt so Klimastrategien und so und so Szenarien gearbeitet, und ich glaube, es ist sehr gut möglich, mit 2 Tonnen pro Person pro Jahr ein gutes Leben zu ermöglichen, wenn das deine Frage war. Aber ich habe keine Beweise, weil, also das hat mich auch sehr frustriert. Es gibt halt keine Szenarien, die voraussehen, dass die Leute weniger verbrauchen. Es gibt nur Szenarien mit negativen Emissionen und Lastwagen mit Oberleitungen, damit die mit Strom betrieben werden. Aber es gibt sehr viele Ideen in die technische Richtung und überhaupt keine in die Suffizienzrichtung. Also da würde ich gerne noch hinzufügen, dass ich glaube, das größte Problem ist, dass das einfach ein riesen kollektiver Verdrängungsprozess im Gang ist. Anscheinend ist den meisten Leuten so unvorstellbar oder so schmerzhaft, sich dafür die Vorstellung zu öffnen, dass unsere Welt sich wirklich so krass verändert oder wir sogar aussterben als Menschheit. Und ich denke, es ist schon natürlich, dass man auf der individuellen Ebene vielleicht gerne unangenehme Dinge verdrängt. Aber ich glaube, die Tatsache, dass die meisten Leute so an diesem Lebensstil festhalten, ist einfach basiert auf einer Verdrängung. Und ja, ein Weg wäre halt zu versuchen, ja, Räume zu schaffen, wo Leute langsam sich dem Thema auch nähern können und es an sich ranlassen können. Weil ich glaube, wenn sie das täten, dann könnten die meisten Leute nicht mehr so sehr an diesem Lebensstil festhalten. Ich bin Florian. Ich wollte noch was zu den Prinzipien sagen. Degrowth ist ja, kann man ja als Prinzip ansehen, und es ist ja schon angesprochen worden, es gibt es von unten, gibt es auch von oben. Wo ich dazugekommen bin, ist misstrauisch zu werden, wenn man ein Prinzip auf die ganze Welt schmiert. Jedes Prinzip hat irgendwo seinen optimalen Wirkungsgrad, ne? Und manche Sachen müssen wachsen, zum Beispiel die Solidarität, und manche Sachen müssen abnehmen. Das ist ganz eindeutig so. Und weil jetzt hier das Wort Konvivialismus gekommen ist, konvivial, möchte ich doch noch Folgendes zum Besten geben. Seit 2014 ist eine von meinen Fragen: Wie kommen die ganzen vielen Mosaiksteinchen für eine Zukunft, die wir alle lieben können, welchen gemeinsamen Nenner haben die? Welche gemeinsame Flagge haben die? Denn die tauchen ja immer nur als Einzelne auf und haben da auch keine Macht und haben auch keinen Beispielcharakter für die Menschen, die gucken. Und da gibt es ja in Frankreich, haben sich ja mal ein paar Linke zusammengesetzt und haben gesagt, es dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein, die Prinzipien aufzuschreiben, nach denen wir gut zusammenleben können. Die haben ein konvivialistisches Manifest geschrieben. Und das wäre für mich in dem Periodensystem der sozialen Bewegungen, wäre das die Zeile.
Jetzt müsste man noch gucken, wo wären dann die anderen Sachen. Ich bin 2015 mit dem festen Vorsatz auf den Solikon nach Berlin gefahren, das da einzubringen. Und ich war so beruhigt, dass es das schon gab. Man nannte das Konvergenz. Und hier bei den Filmen war ich auch, da ist mir das Herz übergegangen, wo Degrowth in Bewegungen, ne? Dass man fragt, was habt ihr gemeinsam, was habt ihr nicht gemeinsam. Diese Bewegungen müssen doch alle ihre Nachbarn kennen. Jeder tut das, nur das, was er liebt, tut gut. Ne? Und deswegen müssen die auch ihre Eigenheiten bewahren. Soll man ihnen ja nicht nehmen dadurch. Aber man muss auch wissen, wer arbeitet neben mir, auch an dem gleichen großen Ziel. Und diese Konvivialisten sagen, wir brauchen einen gemeinsamen Nenner, damit das, was über dem Bruchstrich ist, größer wird. War das eine Frage oder einfach ein Statement? Also ich kann vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ganz klar wird, Degrowth ist für uns ein Konzept für den globalen Norden, nicht für den globalen Süden. Natürlich soll nicht alles schrumpfen. Ich glaube, Klaus war es, ne? Florian weiß es wahrscheinlich auch, ich sage jetzt trotzdem mal, wir denken, in Summe muss die Wirtschaft schrumpfen, aber natürlich sowas wie Kultur, Bildung, Krankheitswesen, das kann weiter wachsen. Ja, und genau, wir glauben, wir werden auch oft gefragt, was ist denn euer Masterplan, wie soll das denn jetzt funktionieren mit der großen Veränderung, und dann sagen wir immer, ja, wir glauben halt, das ist schon vermessen, so einen Masterplan aufzuschreiben, wir glauben, dass wir brauchen da demokratische Prozesse und demokratische Gremien, um darüber zu reden zu können, und wir brauchen gleichzeitig ganz viele Versuche, wie es vielleicht gehen könnte, und das ist so unsere Antwort auf die Frage nach dem Masterplan. Ja, was ich gleichzeitig noch total wichtig finde, ist gerade so im Moment, wo so die politische Debatte ja so gerahmt wird, also entweder eben weiter so wie bisher oder eben rechter Populismus, einfach zu zeigen, dass es eben ganz viele andere Alternativen noch gibt und dass die auch viele sind und dass auch viele Menschen daran beteiligt sind. Dass es also praktisch schon ja, ein Mosaik der Bewegung oder eine Bewegung gibt, die für eine andere Alternative geht. Hallo, ich bin Uli. Ich wollte gerne noch mal eine Frage, die so ein bisschen an die Technik anknüpft, aber weniger als Technik oder Innovation, sondern eher so eine, eher die Frage sozusagen Digitalisierung als was gerade Welt verändert, ja, und ob ihr sozusagen Projekte kennt oder Ideen oder es Debatten darüber gibt, was denn Degrowth in diesem Bereich eigentlich bedeuten würde. Das heißt ja einerseits, na, ich kann mir sozusagen verschiedene, ich kann meine eigene Strominfrastruktur aufbauen, ja, aber wenn es dann irgendwie greifen wir dann doch wieder auf die ganzen Hardware-Sachen, die in China und sonst wo zusammengeschraubt wurden, unter unwürdigen Bedingungen zurück und auf Internetplattformen, die gigantische Machtkonzentrationen sind, ja, und da würde mich nochmal interessieren, gibt es da Ansätze oder Debatten darum, die, weil das ist ja da entstehen ja die neuen Machtstrukturen von morgen, ja, oder sind es schon von heute, aber es wächst weiter und es wächst auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die alles so unter dem Aspekt Aufmerksamkeit und Werbung betrachtet. Und das ist ja eher auch ein Anheizer als ein Runterkühler für Wachstum aus meiner Sicht. Ja, es gibt ja einerseits so Leute, die das so sehr positiv sehen, so Rifkin oder so, die sagen, wenn das erstmal alles so weitergeht, dann sind halt alle Informationen für alle verfügbar und dann ändert sich die Gesellschaft automatisch, so ein bisschen, glaube ich, sagt das. Und was ich aktuell weiß, ist, dass das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die arbeiten da schon sehr stark am Thema Digitalisierung, auch was da vielleicht Probleme sein könnten, und die wollen nächstes Jahr eine Tagung machen und die suchen, also da gibt es auch persönliche Überschneidungen, da gibt es quasi Überlegungen, da auch diese beiden Themen, also Postwachstum und Digitalisierung zu verbinden, aber das ist noch recht am Anfang, würde ich sagen. Ja. Ein Begriff, der heute Abend noch gar nicht gefallen ist, glaube ich, ist der Commons, also der Allgemeingüter, und der ist ja gerade im Bereich digitale Technik, ist es ja
also freie Software und all diese Dinge. Ich meine, das könnte natürlich in einer positiven Vision, könnte Technik oder auch neue Technik als Commons, also als selbstverwaltetes Gemeingut, könnte ja, weiterentwickelt und genutzt werden, um eben diese kapitalistischen Konzernstrukturen, die ja Technik heute dominieren, zu verändern. Dann Commons, klar, ist, aber es geht ja schon auch um die Hardware-Seite, ne? Also die, und die wird halt doch sehr arbeitsteilig produziert, ne? Und ich finde, das ist manchmal schon die Frage, was sind eigentlich die Vorstellungen, sozusagen so große arbeitsteilige Strukturen anders zu organisieren, weil da wird es dann sozusagen wieder sehr, weiß ich, manchmal denke ich, fehlt uns da so ein bisschen die Idee oder die Fantasie, ja, ich kann mir so ein Klimacamp, ne, sowas vorstellen und da organisiert man sich, aber sozusagen, dann gibt es vielleicht Geschichten von besetzten Fabriken aus Argentinien und solche Beispiele, ja, aber wie, was sind eigentlich, bräuchten wir nicht eigentlich noch mehr Drive in diesem Bereich oder mehr Energie und mehr Ideen für so eine andere Organisation von Produktion, ja? Ja, brauchen wir. wir haben in Bonn so eine solidarische Landwirtschaft und das ist für mich schon ein Beispiel, wo Leute was Konkretes, Materielles organisieren, auf eine andere Art und Weise. Das ist nicht frei von Widersprüchen. Es läuft immer noch, wir brauchen immer noch Geld darin und so, aber es ist zumindest ein Ansatz, woraus das entsteht. Und ich glaube, diese Ansätze, die müssten wir ausweiten. Ich habe gehört von einem Projekt, wo so Commons-basiert so ein Trecker entwickelt wird und gebaut wird in den USA. Solche Ansätze müssen sich ausweiten und zwar massiv mit Schub, damit wir da ja vorankommen und das konkreter wird. So. Also theoretisch spreche ich ja nichts dagegen, also auch Hardware als Commons zu entwickeln und zu herzustellen. Ist natürlich wieder Ergebnis eines gesellschaftlichen Transformationsprozesses. Okay. Ein kleines Experiment, der Verzicht auf einen Moderator. Danke. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ja. Machen wir beim nächsten Mal ohne Moderator. hey. ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal die Nicole nach vorne bitten und vielleicht den Philipp. Der muss aufpassen, er lässt nichts anbrennen. Nicole, es gibt noch was zu essen. Ja. Ah, da ist er doch. Also genau, es gibt gleich was zu essen. Zum einen ist das nur regional angebautes Gemüse. Und zum Weiteren ist es nur gerettetes Gemüse, nämlich von The Good Food. Das ist ein kleiner Laden hier in Ehrenfeld. Der Venloer Straße 414, in dem wir nur Lebensmittel haben, die ansonsten auf dem Feld liegen geblieben wären, weil sie nicht der Norm entsprechen. Zu klein, zu groß, zu knubbelig. Hat jeder schon mal gehört, wird einfach nicht geerntet, weil es der normale Handel einfach nicht annimmt. Und ansonsten auch Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, weiß auch jeder inzwischen. Auch das ist nicht direkt schlecht, sondern kann man echt noch gut essen und kann man bei uns gegen Zahl, was es dir wert ist, erwerben. Ich gebe dieses Teil mal rum, da kann man sich eintragen für den Newsletter. Ich fange mal hier vorne an, gib's einfach weiter, wenn du keine Post bekommen willst. Man kann sich aber auch eintragen, ich spam euch nicht zu, ich komme gar nicht dazu, so oft einen Newsletter zu schreiben, vielleicht dreimal im Jahr oder so. Aber dann kriegt ihr mit, was wir so an Sachen haben, was wir so machen und dann haben wir wenigstens eure Kontaktdaten, ist schon mal cool. Philipp hat heute gekocht hier für euch. Das heißt, wer jetzt gleich noch was essen möchte, kann sich eine echt leckere Gemüsesuppe abholen. Oder was gibt es denn hier gleich eigentlich zu essen, Philipp? Curry. Einmal Kürbis und einmal Wirsing. Aber immer als Curry und mit Zwiebeln und Möhren und Kartoffeln, was man halt so verarbeiten muss. Ne? Also, macht Sinn. Genau, auch hier könnt ihr zahlen, was ihr wollt. Es steht eine Spendendose da. Wir räumen jetzt diesen Tisch da weg. Der Ben hilft uns und dann könnt ihr euch gerne eine Portion Suppe zum Abschluss holen. Und dann kommt ihr uns auch hoffentlich mal im Laden besuchen. Wie gesagt, ist hier um die Ecke, Venloer Straße. Ansonsten auch auf Facebook oder Instagram oder überall vertreten. Also besucht uns.
So, danke, danke. Ja, danke auch nochmal an alle, die es mit organisiert haben, an alle, die hier vorne angereist sind, von nah oder fern Input gegeben haben. Danke an Raute Film für die Videos, danke ans Allerweltshaus für den Raum, an The Good Food fürs Essen und an euch für eure Neugier und Diskussionsbereitschaft hier oben. Genau, es gibt jetzt was zu essen. Es gibt auch noch Videos, die wir jetzt nicht gezeigt haben. Und ihr könnt natürlich auch mit den Referenten untereinander jetzt weiterreden. Das steht uns allen frei. Und ich habe Hunger, aber das passt. Genau. Ihr habt gesehen, Transformathek, das ist so ein kleines Projekt, das auch daraus entstanden ist, dass wir diese Filme gemacht haben für dieses Projekt, aber wir irgendwie eine Plattform entwickeln wollten, um diese ganzen Ideen auch zu verbreiten. Also die Bitte an euch, wenn ihr das, euch das gefällt und diese Bewegungen gut findet und die Filme, bringt sie in die Welt. Es gibt auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer. Genau. Danke.